Als nächstes Objekt wieder eine Keramik. Wir haben diesmal einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Diese Keramik stammt aus der nördlichen Sung-Zeit, kann sogar genau datiert werden, nämlich auf das erste Jahr der Regierungsdevise Mingdao. Das heißt also 1032. Es handelt sich um eine Kopfstütze aus dem Zizhou-Ofen, das ist also eine Zizhou-Ware. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie so ein bisschen gröber und plumper gearbeitet ist, weiß glasiert, und dass man ein Muster dort eingekratzt hat. Das nennt sich dann Sgraffito. Das heißt also, man hat erst die Glasur aufgetragen und gebrannt und hat dann die entsprechenden Muster ausgearbeitet durch Abschleifen oder Ausschneiden. Wir sehen hier diese Kopfstütze von vorn. Da sehen wir halt verschiedene Spiralmuster jeweils in den vier Ecken. Die vier Ecken sind durch etwas unregelmäßige Wellenlinien abgeleitet. Es sieht alles, sieht schon schön aus, aber doch relativ spontan und nicht irgendwie steif und auch nicht unbedingt so gewollt, sondern es hatte eine sehr eigene Spontanität irgendwie in sich. Mittig in der freigelassenen Dekorfläche finden wir ein Pflanzenmotiv. Sieht aus wie ein kleiner Strauch. Die Blätter erinnern mich ein bisschen an die Darstellung von Bambusblättern, nur dass Bambusblätter oft auch abknickend dargestellt sind, aber die hier halt gerade. Ich könnte die Pflanze jetzt nicht genauer bestimmen. Was dagegen spricht, dass es Bambus ist, ist natürlich, dass man keinen geraden Stiel hat und dass es auch so entweder Blütenknospen oder Beeren zu geben scheint. Dann wende ich mich mal dem Oberteil zu. Da steht ein Text, den ich ehrlich gesagt nicht entziffern kann. Ist in Xingshu geschrieben, also in Kursivschrift. Ansonsten zeigt die Dekorfläche, also der Text ist im Himmel, das ist eine vereinfachte Landschaft dargestellt, mit einem Berg rechts und ja auch einem Hang links, an dem ein Strauch wächst, und im Vordergrund oder eben im Mittelgrund des Bildes findet sich ein Tiger, der zu liegen und zu ruhen scheint, allerdings mit offenen Augen, auf einer Grasfläche. Die Dekorfläche selber ist auch wieder durch diese unregelmäßigen Wellenlinien abgetrennt. Diesmal sieht man allerdings an den vier Ecken deutlich ein florales Dekor. Der Rahmen der gesamten Dekorfläche besteht aus parallelen Streifen. Ich gehe mal von innen nach außen, weil ich jetzt schon so angefangen habe. Es wird gerade laut hier, pardon. Drei parallele Streifen, danach ein unregelmäßiges Halbkreiswellenmuster und dann noch einmal zwei parallele Streifen, die das Ganze abschließen. Und jetzt höre ich lieber auf, hier kommt nämlich gerade eine Gruppe, die sich das erklären lässt. Hier sehen wir eine sehr schöne Vase. Wenn man sie ansieht, weiß man schon, von wann und wo sie stammt. Das ist nämlich eine Celadon, mit Celadon glasierte Vase aus der Sung-Zeit, genauer aus der südlichen Sung-Zeit, also 1127 bis 1279 nach Christus. Die Celadon-Glasur ist eine Glasur, die als Farbstoff in der Glasur Eisen hatte. Und diese Glasur wurde in einem Reduktionsbrand gebrannt. Wenn man nämlich Eisen normal brennt
und es oxidieren kann, wird es natürlich so, wie man es von Eisen kennt, so roströtlich, bräunlich, schwärzlich. Wenn man es, wenn man den Reduktionsbrand anwendet, hindurch kommt eine solche grüne, grünliche, bläuliche Farbe heraus, je nachdem, wie sich das Ganze zusammensetzt und wie der Brennvorgang sich gestaltet, ist das farbliche Ergebnis immer ein bisschen abweichend. Aber grob kann man mal sagen, dass hochwertige Celadone so grünlich, bräunlich, grünlich-bläulich, leicht türkis sind. Charakteristisch für diese Celadon-Waren der Songzeit ist die relativ einfache Dekoration. Es gibt nämlich eigentlich keine Dekoration in der Glasur, sondern viel Wert wurde auf die Form und die Gestaltung der Objekte an sich gelegt. Also das hier ist ein sehr, sehr ausgewogenes, sehr natürliches Objekt. Und ich weiß nicht, es sieht vielleicht ähnlich aus wie ein etwas stärker stilisierter Flaschenkürbis. Könnte aber auch vielleicht eine Kaki sein, wer die kennt. Die haben ja oben auch diese Fruchtblätter noch. Nur, dass die hier halt länger gezogen sind und den Hals des Gefäßes darstellen. Dies ist eine Maping, eine wörtlich übersetzte Pflaumenflasche. Ein Gefäß, das in späteren Zeiten, also dieses hier stammt aus der Song-Zeit, das in späteren Zeiten in der Tat als Blumenvase verwendet wurde, weil man es nämlich sehr ästhetisch fand, da Zweige von Pflaumenbäumen reinzustellen und dann halt die Blüten zu betrachten. Diese Maping aus der Songzeit stammt, kann man erstens mal an der Glasur erkennen und zweitens mal auch an dem Dekor an sich. Also die Glasur ist eine Celadon-Glasur in hellem Blau, also wie man auch gerne sagt, Eisvogelfarben. Und in der Songzeit war es ja so, dass man auf großartige, vielfarbige Bemalung verzichtet hat und stattdessen eher schlichte und einfarbige Glasuren verwendet hat und stattdessen eher Wert gelegt hat auf die Form, auf die Natürlichkeit und auf die Ausgewogenheit der Form und der Gestalt an sich. Und da ist eine solche Maping tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, welche Formen das angenommen hat. Also die ist wirklich in sich sehr, sehr stabil und geschlossen und sehr, sehr schlüssig. Wir haben einen Standfuß, der relativ breit ist, für eine Maping allerdings typisch. Keinen Standring, sondern wirklich einen Fuß. Und der ist nicht glasiert, ungefähr eine Daumenbreite dick. Und dann beginnt der Gefäßkörper, der bis zur Schulter hin sich leicht weitet und dann oberhalb der Schulter doch relativ zügig wieder zusammenläuft und in einen kurzen Hals mit einer etwas gebreiteten Lippe übergeht. Es war so, dass diese Maping halt nach ihrer Verwendung als Blumenvasen bezeichnet wurden. Allerdings war es so, dass die eigentlich ursprünglich keine Blumenvasen waren, sondern tatsächlich Aufbewahrungs- oder Transportgefäße für Flüssigkeiten. Man hat Schiffswracks gefunden und hat daraus Maping geborgen, die Lieferungen aus China nach Japan oder Korea enthielten. Da war dann auf verschiedenen Schildchen, die teilweise sogar auch noch erhalten war, festgehalten, für wen diese Lieferungen bestimmt waren und was sie enthalten haben. Und häufig wurden halt Dinge wie Honig oder Sesamöl in solchen Maping transportiert. Entsprechend hatten die eigentlich auch einen Deckel, der ist aber bei den meisten Stücken verloren gegangen, so auch bei diesem Stück. Ich glaube, er ist bei so gut wie allen Maping verloren gegangen.
Jetzt einmal zum Dekor. Wir sehen hier ein plastisch ausgearbeitetes Dekor, das in die Glasur eingearbeitet ist. Und zwar ein florales Dekor, das Blumen der vier Jahreszeiten zeigt. Einige davon kann ich identifizieren, andere nicht. Im oberen linken Bereich zum Beispiel sieht man eine Orchidee. Und wenn man jetzt um das Objekt herum ginge, sähe man leicht auf der linken Seite hinten eine Päonie. Und so ziehen sich halt verschiedene Blüten oder verschiedenes Laub von Pflanzen über den gesamten Gefäßkörper hinweg.